Schulze. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Heute beschließen wir ein wichtiges Gesetz, und es ist richtig, dass wir nicht 20 Jahre warten, bis es wieder eine Legislaturperiode mit einer unionsgeführten Bundesregierung gibt, sondern dass wir schnell für die jungen Familien und die Seniorinnen und Senioren tätig werden. Wir haben noch vor der Sommerpause mit Zustimmung der Union, mit eurer Zustimmung, dieses Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie beschlossen. Und das war richtig. Dafür gibt es gute Gründe, weil wir auf Basis dieses Gesetzes verhindern wollen, dass es in Deutschland zu einer Immobilienblase mit den katastrophalen Auswirkungen kommt, wie wir es in den USA gesehen haben. Wir haben dann bei uns aber auch relativ bald Klagen gehört, nicht nur von den Bankenverbänden, sondern gerade von Familien und Senioren, dass die Banken keine Kredite mehr vergeben, mit der Begründung, angeblich wäre hier die Rechtslage unklar. Und dann kann man die Frage natürlich stellen, ob das tatsächlich so ist oder ob die Banken nicht deswegen so zurückhaltend sind, weil wir eine große Diskussion um den sogenannten Widerrufsjoker haben, was für Verunsicherung gesorgt hat. Und mein Eindruck war auch, dass die ein oder andere Privatbank den schwarzen Peter nach Berlin geschoben hat, anstatt einem Kunden zu sagen, das Einkommen reicht halt nicht. Da hat man sich im Einzelfall durchaus etwas einfacher gemacht. Jetzt aber stellen wir klar, und das halten wir für eine ganz wichtige Maßnahme, wie es Kollege Binding und ich auch gefordert haben, es so zu machen wie die Österreicher, die Umsetzung, dass wir nämlich von dieser strengen Kreditwürdigkeitsprüfung den Bau von Immobilien oder die Sanierung, etwa den altersgerechten Umbau, ausnehmen. So, das steht ebenso, die Möglichkeit besteht dort drin, und deswegen machen wir es jetzt so, wie es die Österreicher umgesetzt haben. Ich finde, das ist eine wichtige Maßnahme, hier für Rechtssicherheit zu sorgen, dass insbesondere die Immobilie als Sicherungsmittel und der Wert der Immobilie als Sicherungsmittel berücksichtigt werden kann. Das wird jungen Familien, das wird befristet Beschäftigten und das wird Seniorinnen und Senioren eine große Hilfe sein, weil sie jetzt die Chance haben, einen Kredit zu bekommen. Eine ganz wichtige Maßnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden in der Rechtsverordnung, die schon angekündigt ist, dann die konkreten Faktoren regeln können, was für die Kreditwürdigkeitsprüfung ausschlaggebend ist, also wie ist das Schuldnereinkommen zu berücksichtigen, wie ist sein Vermögen zu berücksichtigen. Auch das wird ganz erheblich zur Rechtssicherheit beitragen. Und vor allem gilt dann eins, die Banken haben dann keine Ausreden mehr. Die müssen dann auf dieser klaren Rechtsgrundlage die Kredite bewilligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Mit diesem wichtigen Gesetz schaffen wir eine präzise und klare Rechtslage, damit junge Familien und Senioren Kredite bewilligt werden können. Die Banken sind jetzt in der Verantwortung. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Lassen Sie uns dieses gute Gesetz verabschieden. Es ist kein Punktsieg für die Bankenlobby, lieber Kollege Schick, sondern es ist ein Punktsieg für Familien, für Senioren und für befristet Beschäftigte. Stimmen wir dem zu. Ich erteile das Wort dem Kollegen Alexander Radwan für die CDU-CSU.